Herzlich willkommen zu diesem Unboxing der SteelSeries 6G V2. So, eben erst angekommen, äußerst spontanes Video, aber wie man sieht schon hier, Pro-Gaming angeblich. Und das hier ist meine erste mechanische Tastatur. Ich bin mal gespannt, wie sich natürlich damit zockt. Aber jetzt erstmal betrachten, wie ist das Ganze verpackt. Man merkt schon keinen Plastik oder kein Kleber, eher gesagt. Verpackung fühlt sich hochwertig an, ist aber so kein Gedöns dabei groß, also so wie man das mag. In der Packung haben wir natürlich noch eine Packung, sehr oldschool, einfach weiße Pappe. Und nochmal verpackt. Aufgehen, ja, es will. Und genau. Was haben wir nun noch drin? Dazu werde ich die Einstellung kurz ändern. Wie wir sehen, eine kurze Anleitung in einer Plastiktüte, wie so oft. Auch nun SteelSeries, auch mit möchtegernhaften Stickern und hier dem äußerst wichtigen Adapter zu den alten Anschlüssen von USB. Angeblich soll das sogar einen Performance-Boost bringen. Und hier drin haben wir dann ein Stück Pappe. Und sonst wirklich nur die Tastatur. Werden wir uns jetzt außerdem noch mal näher angucken. Und wir sehen schon, es ist gar nicht so groß, aber es ist ziemlich schwer. Aber das ist ja auch zu erwarten bei den ganzen mechanischen. Und das ganze Ding hier weghauen. Wenn ich sie so in der Hand habe, fühlt sie sich schon etwas, ja, Plastik. Fühlt sich ganz anders an, aber es hat so ein gewisses, schon fast, wir sagen, doch Retro-Feeling zu sich. Also es ist wirklich eine sehr einfache Tastatur. Keinerlei Makro-Tasten, kein großes Geleuchte, einfach nur Tasten. Und die Tasten, ja, fühlen sich wirklich mechanisch an. Man könnte jetzt auf den ersten Blick meinen, sie fühlen sich das billig an. Aber ich würde sagen, nein, sie fühlen sich einfach, ja, mechanisch an. Wenn man die Tastatur von der Seite sieht, hier ist schon ziemlich dick. Hier auch ziemlich breit an sich. Auch ein sehr dickes Kabel, das hier, gucken, wie lang es ist. Will nicht, das will es doch. Boah, also gewöhnliche Länge reicht auf alle Fälle bis hinter den Computer. Und ich habe mir diese Tastatur geholt, weil ich sehr gerne mir mal eine mechanische Tastatur holen wollte, aber die Razer Black Widow war mir einfach zu gigantisch. Und was ich damit genau meine, werde ich gleich nochmal demonstrieren. Ja, also diese Tastatur, die hatte ich vorher, sie hat mir sehr gut gefallen, gerade weil sie so kompakt war und eben nicht diesen ganzen Kram dran hatte, sondern es war wirklich nur eine Gaming-Tastatur vom Feinsten sozusagen. Aber großer Nachteil, die Tasten haben sich sehr, sehr schnell abgenutzt. Also in einem, sagen wir, Dreivierteljahr intensiveren Schreibens und natürlich auch Zockens schon verdammt abgenutzt. Und mal, wie gesagt, funktionieren nicht mehr ganz bei jedem Anschlag. Aber was man hier eben sieht ist, obwohl es eine mechanische Tastatur ist und obwohl sie hier die Leiste hat, wo hier nämlich Numblock und die Leiste sozusagen kombiniert sind bei der, die ich vorher hatte, sieht man hier, obwohl die beide nebeneinander vorhanden sind, was ich eigentlich besser finde, weil diese kombinieren, spart natürlich Platz, macht die Tastatur kleiner, aber ja, es holt nicht so, also es holt zwar viel raus, aber man sieht schon, sie ist nicht wesentlich breiter und das ist eine schöne Sache, obwohl es eben mechanisch ist. Währenddessen hier, hätte ich jetzt die Razer, könnte ich sagen, die ist nochmal so ein ganzes Stück größer. Und deswegen ein wirkliches Monstrum sozusagen auf dem Schreibtisch. Und was mir auch noch aufgefallen ist jetzt im direkten Vergleich, ist hier, bei dieser Tastatur haben wir hinten noch die ausklappbaren Ständer sozusagen, um es was steiler zu machen. Das haben wir bei der SteelSeries, soweit ich es auf den ersten Blick sehe, wie man hier sieht, nicht. Sondern es ist wirklich massiv. Aber es, ja, wirkt dem Style entgegen. Und apropos, ich will noch mal kurz an dieser Stelle erwähnen, das soll jetzt nicht heißen, dass ich meine, dass die Rogue-Tastatur schlecht ist, sondern diese Tastatur ist eben sozusagen schon fast eher der Ersatz, nachdem die andere mehr oder weniger kaputt gegangen ist, ist es jetzt sinnvoll aufzurüsten und mal zu sehen, was es sonst so gibt. Also es soll jetzt nicht heißen, dass die andere so ein Schmutz ist und ich weiß, man kann die nicht vergleichen, das eine ist eine mechanische und auch ein etwas höheres Preissegment, aber trotzdem die andere ist eine gute Tastatur, will ich damit einfach nur sagen. Aber die hier ist nun das Objekt, mit dem wir uns beschäftigen. Was kann man dazu eigentlich noch sagen? Also ich habe eben schon ein bisschen drauf rumgetippt, also es fühlt sich wirklich gut an. Die Tastenabstände sind etwas angenehmer als bei den meisten Tastaturen, sozusagen, die ich in der letzten Zeit hatte.
Und natürlich muss man sich auch hier ein bisschen einspielen, weil es eben doch ziemlich hoch ist, so insgesamt. Ne? Also ist eine andere Haltung, aber gefällt mir gut. Ich bin echt mal gespannt, wie es sich, naja, nach einer Woche, nach einem Monat damit spielt. Aber ich denke, das ist ein gutes Gerät und auf alle Fälle etwas billiger als die Razer, zumindest als die Razer Ultimate Dings da. Aber wer natürlich jetzt nur Razer Sachen hat und sagt, ich will unbedingt diesen Razer Style haben, alles leuchtet blau und so, der sollte natürlich dann zu der Black Widow greifen, dann am besten auch zu der beleuchteten. Aber diese Tastatur würde ich ganz, ganz klar an alle empfehlen, die sagen, ich möchte eine mechanische Tastatur haben, aber ich möchte keinen Mist dran und ich möchte schon, ja, quasi eine Retro-Tastatur haben. Und das ist auch dieser Style schon fast von einigen SteelSeries-Produkten, auch bei den besseren Mäusen, dass einfach sozusagen, ja, es alles schlicht ist. Aber das ist eben das, was man will. Es muss funktionieren, es muss präzise sein und es muss ewig halten. Und dabei kann es natürlich gut aussehen, aber muss es nicht. Ich danke fürs Zusehen, seht euch unsere Channel an und wünsche einen schönen Tag noch, eine schöne Nacht, was auch immer ihr gerade macht, beziehungsweise wann dieses Video seht.